ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist wieder Ausmisszeit. Mein letztes Ausmistvideo ist ungefähr ein halbes Jahr her. Das war auch tatsächlich das letzte Mal, dass ich so wirklich ausgemistet habe. Und seitdem hat sich eigentlich nicht wirklich viel getan. Kurze Lage der Nation, mein Schreibtisch, obwohl ich ihn vor 2 Tagen aufgeräumt habe. Da seht ihr mal, was in meinem Leben absolut nicht perfekt läuft. Also es könnte schlimmer sein, aber es könnte auch deutlich besser sein. Diese Ecke ist leider in der ersten Hälfte des Semesters ein bisschen eskaliert. Kleiderschrank reden wir heute einfach nicht so drüber. Also ich muss sagen, ich habe gar nicht viel mehr gekauft. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern die Pullover sind halt einfach immer, auch wenn ich sie ordentlich gefaltet habe, ineinander reingefallen. Ich hatte zwischenzeitlich immer hier so kleine Trennwände drin, aber es hat nicht so viel gebracht. Deswegen habe ich sie wieder rausgemacht. Und generell ist jetzt einfach auch langsam Sommerzeit. Und ich habe mir gedacht, ich kann einfach jetzt Sachen aussortieren. Generell auch Wintersachen, die ich nicht mehr brauche. Sommersachen, die ich nicht mehr brauche. Und einfach ganz, ganz viel spenden und verkaufen. Und ich glaube, das tut einfach gut, so ein bisschen ballastlos zu werden. Diese kleine Müllecke hat vielleicht auch ein kleines Glow-up verdient. Hier mein Nachtschränkchen will ich auf jeden Fall auch mal aussortieren. Da sind ganz, ganz viele Magazine, die ich einfach nicht mehr brauche. Ich werde außerdem ein paar Bücher aussortieren. Das habe ich euch ja auch erzählt, dass ich meine Bücher danach immer verkaufe, wenn ich sie gelesen habe. Genauso wie ich auch immer gebrauchte Bücher kaufe. Und euch natürlich auch die App nennen, wo ich meine Klamotten verkaufe und so weiter. Und ich würde sagen, ich rede jetzt auch gar nicht mehr länger drum rum. Macht euch auch an euer Zimmer, räumt vielleicht nebenbei auf. Ich glaube, das kann irgendwie eine ganz gute Motivation sein. Und wir legen jetzt los. Kleines Update, mein Schreibtisch ist jetzt soweit erstmal wieder clean. Ich liebe es ja eher wirklich, wenn es ganz, ganz leer ist und da nicht viel draufsteht. Ich habe hier tatsächlich auch mal einiges aussortiert. Also hier liegen wirklich nur noch die nötigsten Sachen. Ich hatte da vorher wirklich 1000 Planer gefühlt liegen und die kann ich natürlich nicht alle benutzen. Deswegen liegt da jetzt wirklich nur noch das Nötigste. Der Eck auch mal wieder aussortiert. Ich habe ja echt so dieses Problem, dass ich ganz, ganz viele Notizzettel da einfach immer liegen lasse, obwohl sie schon längst verbraucht sind. Die habe ich jetzt alle mal weggeschmissen. Und ihr habt es gesehen, hier unten habe ich auch mal ordentlich klar Schiff gemacht. Das Problem, was mir jetzt aber einfach aufgefallen ist, das war mir einfach schon seit längerem klar, ist, dass ich wirklich ein zweites von diesen Regalen brauche. Das ist auch gar kein Problem, das kann ich dann einfach so ein bisschen umstellen. Aber ich habe einfach immer mehr Ordner jetzt bekommen durch Studium und sowas wie das HGB. Also solche kleinen Bücher halt, die irgendwo halt Platz finden müssen und ich kann die nicht einfach immer nur hier auf den Boden legen. Ja, und davon hatte ich euch ja auch eigentlich in meinem ersten Video schon erzählt. Ich hatte ja richtig große Pläne, dass ich danach die Woche zu IKEA wollte, weil ich auch dachte, dass IKEA dann aufmachen würde, beziehungsweise wir hatten halt auch so Sonderregelungen, wo man irgendwie mit einem Test dahin konnte und ich habe es dann aber nicht gemacht und dann hat IKEA irgendwie ganz zugemacht bei uns, also so ganz, ganz weird und ja, seitdem, ich denke mal, ihr kennt die aktuelle Lage, war halt keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu besorgen und jetzt gehen die Zahlen bei uns endlich runter, sodass ich die Hoffnung habe, dass ich jetzt wirklich in der nächsten Woche mal zu IKEA kann. Ich habe nämlich noch so viele Gutscheine und ich weiß jetzt tatsächlich auch, was ich dafür halt mir holen könnte. Also so ein Regal ist halt wirklich auch sinnvoll und da hinten, das zeige ich euch dann aber später auch nochmal, wollte ich auch ein Regal austauschen und mir lieber so eine kleine Kommode holen. Und ja, da lohnt sich halt so ein Besuch bei IKEA auch wirklich mal. Deswegen, ich drücke jetzt mal die Daumen, dass es bald klappt. Ich halte mir gerade hier so die ganze Zeit die ganzen Winterpullis an und muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon traurig finde, dass ich alleine diesen Pulli aktuell immer noch anziehen könnte,
obwohl wir fast Juni haben. Wir haben einfach fast Juni und ich wäre immer noch in der Lage, diesen Pulli anzuziehen, ohne draußen zu schwitzen. Es wird jetzt langsam dunkel draußen. Ich wollte euch trotzdem noch das Endergebnis zeigen. Also die Hosen habe ich jetzt soweit durchsortiert und aussortiert. Also das passt jetzt soweit wieder alles. Pullover habe ich auch wieder schön gemacht. Boah, Leute, ich bin gerade so begeistert. Das sieht jetzt ja fast wieder richtig ordentlich aus. Und das von mir selber gefaltet. Und dieses Fach, ja, da muss ich morgen vielleicht noch ein bisschen dran. Aber das ist auf jeden Fall schon mal aufgeräumter. Da hinten habe ich noch ein paar T-Shirts, die ich vielleicht ein bisschen vorziehen könnte. Aber mir ist aufgefallen, dass ich sehr viel, viel, viel mehr Pullover besitze als T-Shirts. Also eigentlich besitze ich kaum T-Shirts, nur Pullover. Deswegen ist da, glaube ich, ein leichtes Ungleichgewicht, aber das kann ich euch morgen nochmal erzählen. Die Sachen lade ich jetzt in der App Sumiso hoch. Das ist tatsächlich eine App, wo ihr wirklich Secondhand-Ware finden könnt. Also ihr könnt da selber was kaufen. Da gibt es super viele Möglichkeiten, was ihr da auswählen könnt. Männer, Frauen, ihr könnt da hier verschiedene Kategorien eingeben, verschiedene Filter. Das heißt, ihr könnt das zum Beispiel nach Regionen filtern, nach Geschlecht filtern, nach Kategorien, ob ihr ein T-Shirt haben wollt, wie teuer es sein möchte. Also auch generell super, wenn man zum Beispiel Secondhand einfach mal einkaufen möchte. Ich möchte da mich auch ein bisschen mehr hinbewegen. Allerdings ist mir einfach auch aufgefallen, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Clou bei der App, dass viele Leute einfach Bilder machen, die auf jeden Fall so ein bisschen optimierwürdig sind, sage ich mal so. Ne? Also alleine, dass man zum Beispiel die Klamotten anzieht, wenn man so ein Foto macht. Alleine, dass man, ja, weiß ich nicht, sich einfach Mühe gibt, was die Belichtung angeht und so weiter. Da ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf da. Und es ist natürlich eine super coole Möglichkeit, einfach gerade für Studenten, Studentinnen, zum Beispiel die Sachen, die ja wirklich nicht teuer sind, von anderen Leuten aufzukaufen, dann mit guten Fotos neu hochzuladen und dadurch eben Gewinn zu machen. Oder einfach eure eigenen Sachen, wenn ihr das nicht machen wollt, einfach nur dort hochzuladen und dadurch natürlich auch einen Gewinn zu machen. Ich kann euch das hier mal ganz kurz zeigen. Ihr gebt einfach an, ja, ob ihr bei dem Foto das anzieht oder ob man es nicht anzieht. Und dann lädt man eben sein Foto hoch, den Preis hoch. Die gibt die ganzen Kategorien an, mega easy. Und dann ist es im Grunde auch schon weg und verkauft und man hat es nicht mehr bei sich zu Hause liegen. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe jetzt gestern Abend nicht mehr so viel weitergemacht, weil ehrlich gesagt muss ich mich dann schon immer ein bisschen aufraffen zum Aufräumen, ja. Aber es ist heute nach wie vor schlechtes Wetter. Es regnet die ganze Zeit draußen wirklich am Stück. Okay, es ist jetzt gerade mal einmal nicht am Regnen, aber trotzdem, der Tag ist irgendwie hin. Ich dachte mir, ich nutze jetzt einfach die Zeit, um erstmal diese Seite des Kleiderschranks noch weiter auszusortieren. Ich muss sagen, die habe ich so von der Struktur her eigentlich immer relativ sortiert gehalten. Also ich hatte da sogar mal so ein gewisses Farbschema drin. Das ist natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr da, aber das geht echt noch. Und da will ich jetzt einfach gucken, ob davon vielleicht so ein paar Sachen auch aussortiert werden können. Und dann natürlich mein schlimmstes Fach, die Sportsachen. Also da wird auf jeden Fall diesmal was wegkommen, ganz sicher. Heute waren mein Nachtschrank, meine Bücher, meine Magazine dran. Leute, ich kann es einfach nicht glauben, wie viel ich von diesen Glamour-Zeitschriften besessen habe oder immer noch besitze. Ich weiß auch nicht, aus welchem Grund ich die immer aufbewahrt habe. Also ich habe die wirklich so akribisch gesammelt, als würden die so in ein paar Jahren so einen extremen
Wertzuwachs haben und ich könnte sie irgendwie voll teuer verkaufen. So sehr horte ich die. Und man sieht so eine richtig schöne Evolution in meinem Zeitschriftenkonsum. Also hier, wie gesagt, das sind nicht alle, ne? Das sind einfach jetzt erstmal nur die, die ich ganz schön fand vom Cover und erstmal noch aufbewahren wollte. 2016, 2017, da habe ich hier die ganzen Glammers immer gelesen. Glammer, Glammer, Glammer. Ich weiß auch, dass ich die eigentlich damals gar nicht so gerne lesen wollte, sondern mein Papa hat mir die immer mitgebracht, um mir eine Freude zu machen. Und irgendwie habe ich nie gesagt, dass ich sie gar nicht so cool fand. Aber genau das habe ich gelesen. Dann war da mal eine Zeit Campus dabei und dann Cosmopolitan, wenn es keine Glamour mehr gab. Hier wieder Glamour, Glamour, Joy. Joy, das muss wahrscheinlich mal im Urlaub gewesen sein. Da gab es nämlich immer nur die. Und jetzt seit ein paar Jahren eigentlich nur noch Zeitwissen. Zeitwissen, Zeitcampus, Zeit... Keine Werbung für Zeit übrigens an der Stelle. Zeitcampus, Zeitwissen, Zeitcampus, 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 yes, Zeitcampus. Ich weiß aktuell noch nicht so ganz, was ich damit machen möchte. Also wenn irgendwer Interesse hat, schreibt mir einfach. Ich möchte die nicht alle wegschmeißen, das ist irgendwie auch schade. Aber auf der anderen Seite lese ich sie halt auch nicht mehr. Also ich lese echt keine Zeitung zweimal. Ich habe die, glaube ich, damals echt nur aufbewahrt, weil ja die Cover irgendwie schön waren. Und bei den Zeitcampus kann man echt was mitnehmen, aber ansonsten, I don't know. Kann man die verkaufen? Schreibt bitte mal in die Kommentare, wenn ihr irgendeine Verwendung dafür habt. Aber einige davon werden jetzt auf jeden Fall erstmal in den Müll kommen. Gerade die, die hier jetzt lagen, die kommen halt weg. Und beim Rest muss ich mal gucken, weil es kommen jetzt auch aktuell keine neuen mehr dazu. Ich lese eigentlich keine Zeitungen mehr, eigentlich nur noch Bücher. Also Tageszeitungen zum Teil. Aber ansonsten halt so keine Magazine in dem Sinne. Höchstens, wenn mein Papa mal was mitbringt. Aber das ist jetzt wirklich alle paar Monate. Und ja, mal gucken. Was soll ich mit diesen ganzen Zeitungen? Ich habe jetzt gleich kurz ein Zoom-Meeting, deswegen muss ich jetzt erstmal unterbrechen. Aber im Hintergrund die ganzen Bücher. Ich glaube, die Leute wundern sich auch. Die kommen alle auf jeden Fall ins Regal. Die habe ich in letzter Zeit gelesen. Und die sollen halt nicht immer nur alle in meinem Nachtschrank liegen. Und dafür fahre ich jetzt ja dann bald hoffentlich zu IKEA und hole mir dann noch so ein kleines Bücherregal. Noch ein bisschen an meinem Bett was gemacht. Ich habe da sogar noch ein neues Spannbecklaken drauf gemacht. Ich dachte mir, wenn schon, denn schon. Bin sehr zufrieden mit meinem Endergebnis. Auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich nur einige Tage halten wird bei meiner Unordnung. Man muss sich auch seine eigenen Stärken und Schwächen eingestehen können. Und ich weiß auf jeden Fall, dass meine Schwäche absolut Unordnung ist. Also ich bin so ein unordentlicher Mensch und ich weiß es selber und es ärgert mich immer wieder. Aber es ist einfach so. Trotzdem war es jetzt mal ein gutes Gefühl und ich hoffe, dass ich diesen Zustand ein bisschen aufrechterhalten kann. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich euch mit dem Video so ein bisschen motivieren konnte. Ich muss sagen, dieses Mal habe ich es ja ein bisschen anders gemacht als bei meinen anderen Ausmist-Videos. Die könnt ihr hier oder hier auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Dass ich das quasi nicht alles an einem Tag gemacht habe, sondern so ein bisschen aufgesplittet habe. An einem Tag den Kleiderschrank, einem Tag den Schreibtisch, einen Tag so den Rest. Und ich muss sagen, das ist viel, viel entspannter, weil wenn man sich das auf einen Tag legt, dann schiebt man es irgendwie auf, weil man immer was anderes zu tun hat. Und so konnte man das echt gut schaffen. Deswegen kann ich euch das auch nur empfehlen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Dann gibt es auch wieder Uni-Content. Und ja, bis dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Woche und bis ganz bald. Ciao, ciao.